Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Auf der Leiter. Immer noch, jetzt nicht mehr. Jetzt sollte ich einfach so weiter kommentieren. Jetzt gehen wir jetzt rüber. Damit kriege ich dann alles voll. Ja, voll gesappelt mit irgendwelchen Nonsens. Jetzt muss ich hier. Och nö. Och nö. Ich hasse sowas. Oh, wie ich sowas hasse. Balancieren. Ach, schön. Habe ich dann ja wohl vorweggenommen. Da soll ich jetzt rüberspringen? Wie denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Langsam, ruhig. Oh Gott. Das ist doch bestimmt nicht dafür gemacht, oder? Ich frag nur. Himmels Willen. Nö. Nö, nö. Nö, das ist nicht gut. Oh, halt dich fest! Halt dich fest! Oh ja! Oh fuck, fuck! Alles gut! Fuck, fuck, fuck! War recht knapp. Bist du irre? Ich meine ja nur. Alter, ich bin schon lange ohne geklatscht. Oh wow. Oh, wie gut. Wie gut, wie gut. Ich möchte alles, alles durchsuchen. Lass dich fallen. Wo sind diese Wichser? Die können überall sein. Seattle ist groß. Wenn es darum geht, abzusuchen. Okay. Was macht sie? Das habe ich nicht gesagt. Ich schwöre. Guck mal, da sind Platten. Die haben alle Platten. Die stehen ja auch schon Ewigkeiten hier rum. Wahrscheinlich. Okay, dann mach das mal auf. Komm schon. Nein. War klar, dass das nicht geht. Ja. Mist. Okay, was haben wir hier? So ein automatisches Tor wahrscheinlich. Kein Strom. Okay, wie krieg ich dich an? Da fehlt etwas. Okay, da fehlt etwas. Dann müssen wir Luki-Luki machen gleich mal. Wir irgendwas finden für dieses Ding. Komme ich auch nicht rein. Aber Ziegelstein. Kriege ich irgendwo einen Ziegelstein her oder sowas? Ja, hier. Okay. Eine Flasche liegt da auch noch rum. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es so Panzerglas ist oder sowas. Die nehme ich mit. Oh. Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? Haupttour 0512 Nordost-West Wenden. Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Serevina-Basis. Na sowas. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kuppel und bringt es zum Versteck. Serevina-Basis. Ah. Serevina-Basis gibt es ein Versteck. Da können wir dann looten wahrscheinlich. Moment mal eben. Ich will mal kurz gucken, ob ich... Ja. Genau, das wollte ich nämlich ursprünglich mal herstellen. Nahkampf. Waffen. Verbesserung. Oh, wie gut. Was habe ich denn? Ich habe 34. Guck mal, ich könnte... Lauschmodus. Bewegungsgeschwindigkeit. Bewege dich im Lauschmodus schneller. Das ist immer das Erste, was wir machen müssen. 40. Das andere ist noch gesperrt, Tagebuch. Das sind die Karten.
Also Lauschmodus können wir dann auf jeden Fall lernen. Ich warte aber mal noch. Ich weiß halt auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, zu warten. Aber man sieht ja, die Mittel sind begrenzt. Und so viel Loot werde ich jetzt auch nicht finden. So massig viel Loot. So, was ist hier noch? Da ist gar nichts. Was ist das? Ja, irgendwas Zugewuchertes wahrscheinlich. So, Moment. Ich habe natürlich wieder meine Laur vergessen. Ah, das hier. Das ist mein Generator. Ja. Sehr gut. Nice. Dann können wir das hier dran stecken. Oh, Mist. Oh, ich hasse Strom. Strom ist richtig eklig, einfach. Okay. Ja, ich komme sofort. Kann ich den noch mitnehmen? Jemanden ins Gesicht zu werfen oder so. Hey, alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Damit meint sie das Pferd. Mit wir, meine ich. So. Das ist so ein Durchgangsding hier mit diesen Stangen. Ja, mal gucken, wie wir dieses blöde Tor jetzt aufbekommen. Da oben ist was. Irgendwie müssen wir es ja aufkriegen. Gucken. Wie kann so was wie Kopfhörer? Hier. Geht mal hier gar nichts. Da haben wir noch ein Stück Stoff. Sehr gut, nehme ich mit. Und dann müssen wir weiterlaufen. Hier lang. Hier. Ach. Fehlt auch wieder Kabel. Kein Saft. Okay, hier fehlt auch wieder ein Kabel. Die ist zu. Kommen wir noch von der anderen Seite rein. Komme ich denn hier hoch irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Ich muss weiter drum rumlaufen. Kommst du hier drüber? Nee. Sie kommt da gar nicht drüber. Okay, okay. Okay, 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 okay. Wie läuft's? Schlecht. Läuft schlecht. Mehr schlecht als recht. Ich muss da irgendwie hochkommen, glaube ich. Bei hier kommst du auf keinen Fall nach oben. Da springt sie nur komplett drüber. Das will ich aber auch eigentlich nicht. Ich würde gerne hier hochkommen. Hm. Ach, da ist eine Leiter. Guck mal, die habe ich gar nicht gesehen. Ich horst. Denkst du, die habe ich gesehen? Nö. Aber durchs Fenster, durchs Fenster habe ich es gesehen. Ach so, ich muss von der anderen. Ach, deswegen habe ich die nicht gesehen. Natürlich nicht, weil es natürlich von der anderen Seite ist. Das heißt, wir müssen hier einmal durchschmeißen. Und dann kommen wir nämlich hier durch. Und dann haut das auch hin. Von der Seite kriegt man das vielleicht auf, oder? Ja. Geil. Geil. Da haben wir nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da müssen wir die Leiter hoch. Schneller. Im Turbo-Speed, bitte. So, was haben wir denn hier? 51 Stück habe ich schon.
Ja gut, aber es ist immer noch nicht das, was wir brauchen. Eigentlich. Wir müssen irgendwie... Das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Entschuldigung, ich kann leider auch nicht muten. Das tut mir sehr leid. Ich musste mal niesen. Jetzt lass mich mal überlegen, ja, wie kommen wir denn jetzt hier durch? Es fehlt ja ein Kabel. Ein Kabel, Kabel. Oder nehme ich das Kabel von da drüben? Vielleicht. Ich habe schon fast die Ahnung. Dann pass mal auf, ein anderes Kabel gibt es hier nicht. Ich komme gleich. Guck mal, die guckt immer noch durch. Ach schön, was du da machst. Ganz toll. Nimm mal das Kabel. Sehr gut. Ja. Zieh, zieh, zieh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann machen wir es ganz einfach. Schmeißen das hier rüber. Ich hoffe, dass es richtig ist. Nein, weiß ich nicht. Entschuldigung. So, da ist das Kabel. Es müsste reichen. Die Länge reicht, die Länge reicht. Komm. Jo. Aber gerade so. Okay. Das hat gerade so gereicht. Guck mal. Gerade so. Gut, wir haben das Problem gelöst. Jetzt machen wir hier Drücki-Drücki am Pult und dann sollte das funktionieren. Ja, guck mal, da sieht gut aus. Passwort? Was denn für ein Passwort? Ich habe kein Passwort. Habe ich das wieder übersehen? Oh, ich hasse es. Habe ich ein Passwort übersehen? Mist. Wartet mal. Das war auf den einen Brief, war doch hier noch irgendwas. Kontrollpunkt. Torcodes. Was ist denn das für ein Gate? Was ist denn das für ein Gate? Ich muss mal gucken. Fedora. Secure Area. Steht leider nicht dran. Gate D52. Ich habe keine Ahnung, welche. Was ist? Da drin ist ein Computer, der einen Code will, aber keine Ahnung. Moment. Das Papier, das ich aufgehoben habe. Sehen nachher Codes draufstehen. Ja, stehen drauf, aber welche... Gern geschehen. Das weiß ich auch selbst. Das wusste ich auch selber. Aber welches Tor ist es denn? Ich muss wissen, welches Tor das ist. Ja, bla, blub. Ich könnte jetzt alle Codes einfach durchprobieren, aber das sind ziemlich viele. Warte mal, vielleicht steht es ja am Pult. Keine Ahnung. Da steht auch nichts dran. Main Gate, Haupt... Tor. Da steht nichts drauf. Nein. East. Main Gate, das ist da oben. 0512 wahrscheinlich. 0512. Das war knapp. Das war ziemlich laut. Und knapp.
Laut und knapp. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden und sehen dann weiter. Dann los. Ja. Ich gucke mich natürlich immer genau um. Ihr wisst das ja. Komme ich wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Auch nicht mit Stein oder so. Ich probiere es einfach mal. Bevor wir es näher verpatzen, wäre ja auch blöd. Aber das sieht nicht so aus. Ja! Schön. Das ist mein einziger Stein einfach direkt kaputt gegangen. An diesem Glas. Shit, da. Seravina Hotel. Seravina Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am, Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Okay, wieder ein Tor, wieder geschlossen. Das ist das Gate East. Tor Ost 2. Hast du den Code? Auf diesem Zettel stehen einige. East 2. Wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Na ja, stimmt. Hast recht. Wusste ich natürlich. Das wusste ich natürlich. Gar kein Problem. East 2, hier kommen wir nicht rein. Da ist nichts Besonderes. Doch da. Was ist das? Seattle. QZ. Volkszählung. Juni. Aufgenommen 20. Abgelehnt 5. Ausgewiesen 10. Aufgenommen 17. Abgelehnt 8. Ausgewiesen 11. Es geht die ganze Zeit so weiter. Satz und Word. Die fortgesetzte Unterbrechung in unserer Versorgungslinien durch die WLF. Zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und den Sporenverseuchungen hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf Weiteres für neue Bewerber verschlossen, um die angespannte Versorgungslage zu entlasten. Fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Lieutenant Torres. Okay. Umdrehen können wir das nicht? Bring einfach jeden gegen dich auf. Ja. Guck mal, die steht schon am Generator hier. Das ist nämlich der Generator. Dann können wir den schon mal mit Strom versorgen. Okay, dann mal los. Mist. Kein Benzin mehr. Der hat kein Benzin. Gott, verdammt. Was machen wir jetzt? Äußerst schlecht. Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Okay, also Benzin finden. Ja, aber wie hat Tommy das denn dann gemacht, bitte? Frage ich mich. Kommt man da oben auch hoch? Moment. Ich weiß, es ist wahrscheinlich immer manchmal so störend, aber... Nö, hier kommt man gar nicht hoch. Da, wo zugewachsen ist, ist keine Möglichkeit hochzugehen. Wenn man reinkrabbeln, geht aber auch nicht. Es sah halt so aus, dass man da zumindest so reingehen kann, aber nein. Aber nein, ist nicht. Da
Also, wo sind wir? Oh Mann. Alte Karte für Karte gedrückt, okay. Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Fuck, Federgate, genau da kamen wir her. WLF da oben ist das. Wir sind gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Coole Sache. Da kriegen wir oben rechts WLF, Zentrum von Seattle am Fahrkastifiziertor. Also wir müssen nach oben. Kommen wir denn. Können wir denn einfach so jetzt nach rechts laufen oder nicht? Ich frag nur. Ja, können wir. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen Infizierte die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Glaub mir. Ich habe das Glück, mich in den Set aufzuwachsen. Ja, wir sind richtig. Ja, bloß mal gucken, ob wir irgendwie nach rechts kommen. Das sieht nämlich fast nämlich nicht so aus. Faschisten, oder was? Wir müssen absteigen. Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja, stimmt wohl. Komme ich da nicht hoch? Ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja, vielleicht verstecken sich alle in der Seravina. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Wow. Oh. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken. Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Ich gehe da mal eben rein. Hier haben wir nämlich noch was. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Federoffiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen, Isaac. Noch mal Teile. Mehr ist nicht. Mehr ist leider nicht. Ja, die haben es nicht überlebt. Die liegen da wohl schon etwas länger drin. Okay, sie schreibt auf. Sehr gut. Immer schön auf die Karte schreiben. Finde ich ja geil, dass sie das selbst macht. Aber hier kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wahrscheinlich so mit Ferdi. Was hast du gerade gesagt? Ja. Also, hey, ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? United States. An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Hab's gefunden. Oh, ja. Gute Arbeit, du Detektivin. Zeichne es auf der Karte ein. Hörst du was? Ich höre das. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Mist. Toll. Dachte, ich kann hier eine ruhige Nummer machen. Also eine ruhige Nummer schieben, meine ich. Oh. Guck mal, da liegt noch was. Was ist das? Da ist nichts doch. Nimm raus. Was ist das noch? Gavin,
Derek hatte letzte Woche Probleme mit einem kaputten Fernseher. Euer Fenster. Und er hätte sein verdammtes Bein verloren, wenn wir ihn nicht schnell in die Saravena gebracht hätten. Ich habe jetzt ein paar Vorräte an verschiedenen Orten im Zentrum verstaut. Für zukünftige Notfälle, gebrochene Beine, Infizierte, den Mist, der Derek immer passiert. Und was weiß ich. Du wolltest doch ohnehin zum West-2-Kontrollpunkt. Kannst du da die Vorräte wieder auffüllen? Das Tor wurde seit Jahren nicht benutzt, aber die Kombination ist der alte Code für West 2. Für West 2. Sehr gut. Sehr interessante Notiz. Gefunden. Ja. Und in das Gericht gehen wir natürlich in der nächsten Folge rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.